Zu sagen, dass Besatzung 2.0 eine Vollkatastrophe wäre, wäre eine Untertreibung. Denn so wie es aussieht, mag fast niemand diese Idee. Sagen wir es mal so, eine Stunde nachdem die Videos zu dieser neuen Besatzung 2.0 rausgekommen sind, haben wir leider schon gesehen, dass viele Leute dies nicht mögen. Wir hatten unter anderem zum Beispiel 40% Likes aus dem englischen Europabereich. Wir hatten 71% Likes von den Russen, 38% Likes von den Amerikanern und 52 Likes von uns deutsch sprechenden Personen. Na, dann schauen wir mal 5 Tage später und oh boy, ich glaube, die Leute sind dann endlich oder haben endlich kapiert, dass wirklich Besatzung 2.0 einfach nicht funktioniert. Der englisch-europäische Bereich auf 13% Likes runter, der russische auf 57%, der amerikanische auf 19% und wir aus der deutschsprachigen Community auf 37%. Und das ist schön zu sehen, weil genau das ist auch das, was wir momentan Wargaming geben sollen. Feedback, dass die Idee, die sie momentan haben, einfach leider Gottes komplett Grütze ist. Trotzdem möchte ich fair sein in diesem Video, denn Crew 2.0 hat positive Aspekte. Diese möchte ich euch zeigen, danach möchte ich gerne über die negativen Aspekte sprechen, dann noch kurz ein Zwischensegment, was wirklich, wirklich schlecht ist. Und dann möchte ich gerne meine persönliche Idee hervorbringen, euch zeigen und natürlich euch fragen, was ihr von dieser Idee findet. Weil es ist wirklich wichtig, die Crew, die Mannschaft, die Besatzung, die wir jetzt haben auf dem Live-Server, braucht ein Rework. Denn sie ist wirklich extrem veraltet und es hat viele Probleme und halt einfach Sachen, die schon längstens nicht mehr Probleme sein sollten. Und ja, springen wir jetzt mal in das Positive rein von Crew 2.0. Der allererste positive Punkt aus Crew 2.0 ist halt einfach, dass Wargaming sich dafür entschieden hat, 50 bis 99% Crews komplett zu verbannen. Wirklich, das ist eine der besten Ideen, die man haben konnte. Das gibt es momentan auch in World of Warships. Es gibt keine unter 100% Crews mehr. Und das ist wirklich gut, weil das macht halt wirklich das Spielfeld wieder mal ein bisschen ebener, weil momentan vor allem die neuen Spieler, die ins Spiel reinkommen, die haben dann halt öfters mal eine 75% Crew, sogar vielleicht eine 50% Crew, weil sie auch gar nicht erst kapieren, ja, was bringt mir das? Was passiert denn? Wie soll ich denn das machen? Was hat das für Auswirkungen für mich persönlich? Und darum finde ich das wirklich gut, dass vor allem das als erstes Problem mal angeschaut worden ist und komplett aus dem Spiel weggebannt wurde. Als nächstes finde ich es eigentlich echt in Ordnung, dass Wargaming sich dafür entschieden hat, die ganze Crew, die ganze Mannschaft, die gesamte Besatzung nur noch als eine Person zu repräsentieren. Ja, ich weiß, ein paar Leute sagen, aber Raging, meine schöne Crew, ich habe die so zusammengestellt und die ist jetzt halt meins und so. Ja, kann ich nachvollziehen. Punkt ist halt, ich glaube, die Leute, die das sagen, sind leider ein bisschen nicht wirklich in der Mehrheit, sagen wir es mal so. Und das andere ist halt wirklich, es gibt halt diverse Panzerlinien, wo das halt einfach frustriert. Zum Beispiel die schwedische TD-Linie. Der Stufe 7er, 4 Crewmitglieder. Stufe 8er, 9er, 10er, 3 Crewmitglieder. Der mächtige Mächtig-Core, ja, 2 Crewmitglieder auf Stufe 10. Und der Rest, 3 Crewmitglieder. Und dann, glaube ich, auf dem Cromwell theoretisch waren es, glaube ich, 5. Wenn es mich nicht täuscht. Ja, anderes Beispiel, der EN-100. Ihr fangt an mit 5 Crewmitglieder, weil ihr habt nur einen Ladeschützen, bis ihr dann später, whoops, hochgeht zum EN-100, wo ihr dann zu guter Letzt halt 2 Ladeschützen habt. Und es gibt wirklich Dutzende von Beispielen, darum finde ich das völlig in Ordnung, dass sich Wargaming dafür entschieden hat, halt zu sagen, yo, die ganze Mannschaft, die gesamte Besatzung deiner Fahrzeuge wird jetzt von einer Person einfach halt dargestellt. Ist wirklich in Ordnung. Als nächstes natürlich sechsten Sinn für alle. Das ist etwas, das wir schon seit Jahren besprochen haben. Also ich glaube, da könnten wir jetzt Q&As oder Fragen und Antworten vor 3 Jahren anschauen. Und genau da stimmt es auch. Sechsten Sinn für alle und als Null-Skill-Crew-Perk ist wichtig. Man könnte argumentieren, dass der neue Arti sechste Sinn jetzt nicht unbedingt auch gratis geben sollte. Man könnte ja sagen, ja, vielleicht ein bisschen zu much, you know, ist vielleicht ein bisschen zu stark, weil Arti wurde ja schon genervt und du kannst ja eigentlich schon Arti oder gegen Arti hören. Du hörst ja, wenn dich Arti beschießt, dann wird alles ein bisschen dumpfer. Auf das kannst du dich schon ein bisschen stützen. Aber ja, das ist eine Argumentation. Also sechster Sinn für alle, perfekt. Arti-Triangulation, wie sie es jetzt neuerdings nennen, ja, kann man drüber argumentieren. Trotzdem, wenn es drin ist, ist es völlig in Ordnung. Als Null-Skill für alle, das ist nice.
Zu guter Letzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, eine Besatzung auf drei verschiedene Panzer momentan im neuen System zu skillen. Ich finde das völlig in Ordnung. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, ist auch etwas, das wir auch oft gefragt haben. Nur ich glaube, die meisten von uns hätten das sich eher gewünscht, indem man halt die einzelnen Panzer auf ein Level bringt, wo man dann jegliche Crew reinsetzen kann. Da wäre zum Beispiel die neuen Field-Modifikationen oder Feldaufrüstungen, wie es im Deutschen heißt, eine bessere Option gewesen. Aber man macht es hier mit Crew 2.0, finde ich auch in Ordnung. Die Idee dahinter ist echt nicht schlecht, weil du kannst sagen, ey, da Maus EN100 und Panzerkampfwagen 7 benutzen alle die gleiche Crew. Heißt also, ich brauche jetzt nicht drei separate Crews. Ich kann jetzt diese Crews mal für benutzen für zum Beispiel die Neuner, you know, E75, den VKB fürs Mäuschen und dann noch meine Maus-Crew zum Beispiel für die 8er, VKP, Tiger 2, etc., etc., etc. Also das ist eigentlich völlig in Ordnung, weil es gibt da Überschneidungen, auch bei den russischen Mediums und auch bei den meisten Lights, also die französische Lights, da können wir auch sagen, dass es da eine Überschneidung geben würde. Jedoch ist das der perfekte Punkt, wo wir zu dem Negativen von diesem neuen System mal rübergehen können. Denn in der jetzigen Iteration braucht man jetzt 80 Skillpunkte, um halt da eigentlich eine gute Crew zu haben. Und ich denke auch, die meisten Leute, die eine 80 Skillpunkte Crew haben werden, die werden dann anfangen, diese zu umzuschulen auf neue Fahrzeuge. Und dafür zahlt ihr 750 Gold, um halt auf ein neues Fahrzeug zu trainieren oder eine 500.000 Credits und dann werdet ihr aber 350.000 XP verlieren. Also, ihr zahlt 500.000 Credits, ihr müsst alles nochmal skillen, weil man das nicht ausschalten kann, kann natürlich auch ein Bug sein, und ihr verliert 350.000 XP auf eurer Crew. Hier habe ich mal kurz ein kleines Beispiel. Meine 1305 Crew hat momentan 3,7 Millionen Crew XP auf jeder Person. Sagen wir es mal so, die Average XP, was Wargaming mir da zusammenschreibt, ist 950. Ob das stimmt? Ja, kommen wir nachher gleich dazu. Und wir haben 660 Gefechte gespielt. Wenn wir jetzt also diese durchschnittliche XP nehmen und die durch die 350.000 XP teilen, dann würden wir in der Theorie 368 Games brauchen, um diese Crew wieder dahin zu kriegen, wo wir angefangen haben. 368 Games. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Jedoch, jetzt machen wir es mal ein bisschen fairer eben. 3,7 Millionen geteilt durch die 660 Gefechte würden dann 5600 EXP pro Gefecht sein. Das ist wahrscheinlich dann mit Boostern, mit den Daily Boostern, mit Premium Boostern von einem Premium Fahrzeug etc. Ist vielleicht ein bisschen näher an deinem dran, was wirklich sein könnte und vielleicht auch ein bisschen darüber. Punkt ist, ihr würdet trotzdem 61 Gefechte brauchen. Ist halt viel und eben. 61 Gefechte, wenn ihr 500.000 Credits zahlt. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe jetzt momentan genügend Credits, dass ich sagen könnte, ja, 500.000 hier, 500.000 da, ist jetzt nicht so schlimm. Aber der Durchschnittsspieler, der wird höchstwahrscheinlich sich denken, Brody, 500.000 Credits, hallo? Ist doch ein bisschen viel. Und das ist eben so ein bisschen das Problem, weil ihr werdet nicht am Anfang von eurer Crew-Karriere das umskillen oder reinskillen, weil eben, ihr habt ja Level 20, kriegt ihr einen Slot und ab Level 50 kriegt ihr einen Slot. Bei Level 20, wenn ihr den nicht haben möchtet, müsstet ihr 750 Gold zahlen, um den freizuschalten. Wenn ihr unter Level 20 seid und für den Level 50er Slot 1500 Gold. Ist jetzt halt so eine Sache. Aber eben, das Ding ist, ihr werdet nicht mit einer Level 1 Crew umschulen auf ein anderes Fahrzeug. Ihr werdet höchstwahrscheinlich eher eure High-Skill-Crews auf andere Fahrzeuge schulen. Heißt also, dass dort, weil das ja prozentual ist zu dem, was ihr momentan habt, halt echt viel Verluste drin sind. Und ich finde das wirklich komplett stoof. Also es ist wirklich komplett debil. Das nächste große Problem, das wir haben, ist halt einfach, dass ihr jetzt mit dem Crew 2.0 System eigentlich eine 80 Skillpunkte Crew haben müsst, um einigermaßen kompetitiv zu sein. Plus auch Instruktoren, aber dazu kommen wir gleich. Das Ding ist halt aber, eher auf dem Live-Server sind 3 bis 4 Crew-Skills völlig in Ordnung. Ich würde sagen, 3 Skills auf Panzer, die wenig gebraucht werden im CW, sind in Ordnung. 4 Skills auf denen, die viel gebraucht sind, mit denen seid ihr dann völlig in Ordnung. Also 4 Skills und da habt ihr meistens noch ein paar zerquetscht, weißt du, 4 volle Skills. Das ist wirklich genügend, um 6. Sinn, Waffenbrüder, Repairs, eventuell Camo, je nachdem was ihr spielt, die Few Range Skills und sonstige andere Perks noch reinzusetzen. Leider, wenn ihr jetzt eine 4 Skill Crew nimmt, also eine Crew mit 4 vollen Skills, dann kriegt ihr leider nur 65 Skillpunkte. Also ja, 15 Punkte unter dem, was ihr theoretisch brauchen würdet, um auf einer kompetitiven Level zu spielen, unter dem neuen System. Und vergiss nicht,
ihr habt noch diese Endless-Progression, also diese Unendlichkeitsprogression, die euch noch Vehicle-Handling gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Deutschen heißt. Punkt ist, ihr könnt bis zu 50% zusätzliche Boni kriegen für eure Crew. Um jetzt auf einem kompetitiven Level zu spielen, habe ich ein paar Leute gefragt aus dem kompetitiven Bereich und wir sind alle mehr oder weniger zur Konklusion gekommen, dass ihr Minimum 10% von diesem zusätzlichen Vehicle-Handling braucht. Das ist äquivalent zu einer 6-Skill-Crew, einer Crew mit 6 vollen Skills. Wie ihr sicher wisst, ich spiele das Spiel viel und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jemand bin, der schlecht ist in dem Spiel. Heißt also, man könnte sagen, ich hätte gute Crews. Ich glaube, Handgelenk mal Pi habe ich vielleicht maximal 5 Crews, die 6 Skills haben. 5 auf 72 Zehnern. Gut, man muss aber anmerken, von denen kann man direkt mal 20 einfach abziehen. Naja, mach mal 30 abziehen von diesen 72 Nummern, weil da gibt es ja diese Reward-Vehicles, wo ihr die gleichen Crews benutzen könnt. Artis, die nicht so viele Skills brauchen, etc. etc. Aber eben, Artis ist natürlich dann wichtig, dass ihr volle 80 Skills habt, Skillpunkte habt. Und alleine schon das, sorry, ist für mich eigentlich ein Totschlagargument, dass man plötzlich so viel mehr braucht, um auf einem kompetitiven Level zu spielen. Wargaming möchte jedoch probieren, die Skill-Gap ein bisschen zu verringern und nicht noch mehr zu vergrößern. Wirklich, das zu vergrößern ist komplett blöd. Aber hey, sagen wir doch mal, wir kaufen uns dort hoch, weil das wird höchstwahrscheinlich irgendwie mal so eine Option geben. Wie viel Crew-XP braucht ihr denn überhaupt, um auf Level 80 zu kommen? Ungefähr 6,5 Millionen Crew-XP. Eben, vorhin hat er 3,7, by the way, auf meiner Amix 1305 Crew. Just saying. Das sind 26 2 Millionen Credit Crew Bücher. Also heißt das, ihr würdet in der Theorie von Level 1 auf Level 80 52 Millionen Credits in diese Crew investieren. 52 Millionen. Natürlich könnt ihr noch eine zusätzliche Million draufzahlen, weil ihr wollt ja dann höchstwahrscheinlich diese Crew auf zwei verschiedenen oder auf drei verschiedenen Fahrzeugen aus diesem Baum, aus diesem Tree spielen. Und natürlich müssen wir nochmal etwa 6 Millionen dazu rechnen, weil ihr verliert ja zweimal 150% vom jetzigen Skill. Das ist dann eben, das sind so ungefähr diese 6 Millionen, die ihr da dann nochmal investieren müsst. Also sind wir bei 59 Millionen Credits, um eine komplette 80-Level-Skill-Crew reinzusetzen. Das ist ja auch äquivalent zu etwa 1,32 Millionen freie Erfahrung. Und jetzt sind wir mal fair. Wir sagen, ihr wandelt freie Erfahrung nur um über FreeXP. Bei einem guten, wie soll man sagen, Special. Ne? Ein Gold für 40 FreeXP. Normalerweise ist es ein Gold für 25 FreeXP. Manchmal 35. Aber eben, wir sagen 1 zu 40. Weil das gibt's. Selten, aber das gibt's. Also dann trotzdem 33.000 Gold, was etwa um die 110 Euro sind. Für eine Crew von Level 1 zu Level 80 mit freier Erfahrung. Und eben diese freie Erfahrung müsst ihr auch noch irgendwo herzaubern, wenn ihr die noch nicht habt. Ja. Aber ich bin mal ehrlich, die meisten Leute werden das eh nicht machen, das wäre es eben komplett over the top anyway. Darum, ja, ignorieren wir das mal und sagen, ja gut, ich möchte jetzt noch zu diesem Level 10% Vehicle Handling kommen. Eben dafür braucht ihr halt 4 zusätzliche Unterlevel. Dieses 4 Unterlevel, das sind dann nochmal 700.000 freie Erfahrung bzw. 3,5 Millionen Crew-XP. Also eben genau das, was meine 1305 Crew momentan etwa hat. Ja. Das würde heißen, ihr könnt ja keine Crewbücher mehr benutzen. Die dürft ihr nicht mehr benutzen. Das ist halt leider einfach so. Die werden dort dann abgeschalten. Müsst ihr halt diese 3,5 Millionen Crew-XP haben oder halt 700.000 Free-XP, was nochmal 17.500 Gold wären. Ja, für mich ist das Schikane, dass man theoretisch Crewbücher gar nicht brauchen dürfte bei dieser Endlos-Sache da. Trotzdem, man könnte sagen, es wären 28 Millionen Credits. Ja. Es ist wie ein Ballon, der einfach keine Grenzen kennt. Wirklich, das ist ein Ballon aus dem besten Latex. Der kann sich aufblähen und aufblähen und aufblähen. Und du denkst dir, Brudi, platz endlich, damit man merkt, dass es nicht eine gute Idee ist. Aber ja, eben. Theoretisch, wenn man sich von Level 0 auf Level 80 plus 10% Vehicle Handling hochkaufen würde, mit Gold, mit bestem Umwandlungsdingenskirchens, würdet ihr etwa 170 Euro zahlen. Oder sagen wir es mal, vielleicht 90 Euro, während ihr das Gold in den Weihnachtsboxen kaufen würdet. Für eine Crew, die dann aber dafür auf drei Fahrzeugen funktioniert.
muss man natürlich auch anmerken, weil ich möchte es jetzt gerne mit dem jetzigen System vergleichen. Im jetzigen System braucht ihr momentan 5 Crewbücher, um eine Crew mit 3 Skills zu kriegen. Das ist nicht eine 0-Skill-Bier-Crew, nee, das ist eine normale Crew. 5 Bücher. Wenn ihr zu 4 Skills gehen wollt und eben 4 ein paar zerquetschte, wie ihr sehen könnt, braucht ihr nochmal 7 zusätzliche Bücher, heißt also, ihr braucht momentan 12 Bücher, aka 24 Millionen Credits, um eine akzeptable, CW-relevante, kompetitive Crew zu benutzen. Und wirklich, das ist eine Crew, mit der würde ich auf meinem Super Conqueror den CW benutzen, CW spielen und auch natürlich 3 Marken. Und eben dafür zahlt ihr 24 Millionen versus 52 Millionen. Ich finde das einfach heftig. Ich finde das wirklich, wirklich heftig, weil, ja. Ich möchte aber anmerken, das Gegenargument ist natürlich, hey, du zahlst 59 Millionen Credits, dafür kannst du aber diese Crew dann auf 3 Fahrzeugen benutzen. Das stimmt. Ich würde 48 Millionen Credits zahlen, um 2 solche Crews zu haben. Ne? Und wenn ich jetzt 3 haben würde, merkt ihr ja, dann wären wir ein bisschen darüber. Wäre dann halt ja nicht mehr ganz so das, was wir haben wollten. Punkt ist aber, das jetzige System ist trotzdem angenehmer, um eine Crew hochzusetzen. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass auf 3 verschiedene Fahrzeuge umskillen ist ja eher ein Goodie für Leute, für Sammler, für Leute, die jetzt sich halt sagen, yo, ich möchte gerne den Super Conqueror, den Conqueror und den Carnarvon spielen, weil das alles 3 super geile Fahrzeuge sind, oder? Und wirklich, das ist ein Feature eher für die Sammler und nicht für den Durchschnittsspieler, hätte ich jetzt persönlich gesagt. So, fassen wir das mal ganz kurz zusammen. Wenn ihr eine kompetitive Crew haben wollt für Random-Gefechte oder auch für Clan Wars, dann braucht ihr einfach für eine Crew viel mehr Ressourcen. Und auch dieses tolle Feature, um umzuschulen auf andere Panzer, bringt euch theoretisch im 10er-Bereich auch nicht viel. Weil, wo kann das dann sein? Vielleicht bei den russischen Heavys? Da ja, bei den russischen Mediums? Da ja. Aber bei den meisten Scouts wird es nicht funktionieren, dieses Umschulen auf einen anderen 10er. Bei den TDs, bei den fast allen TDs, ne, bei allen TDs eigentlich, wird das nicht funktionieren, weil eine Stage 2 Crew, eine Baird Crew, wird nicht wirklich mit einem Badger Crew kompatibel sein. Ja, dann seid ihr trotzdem wieder beim gleichen Problem, wo wir halt sagen, hey, ich brauche eine Crew 24 Millionen versus eine Crew im neuen System 52 Millionen. Und eben diese Penalties, die dann gesteckt werden, das finde ich auch ultra stoof beim Umwandeln. Dazu habe ich aber eben nachher eine Lösung. Und eben diese Endless-Progression möchte ich gar nicht erst anfangen, die ist aus meiner Sicht wirklich komplett stupide, weil das ist der Punkt, wo du einfach sagen musst, hey, ich krieg einfach aus dem Nichts theoretisch 2 Bond-Ventilationen in meinen Arsch geschoben. 2, wenn ihr theoretisch eine 8-Skill-Crew hättet. Und ich glaube, das haben 99% von euch leider nicht. Und das ist einfach für mich auch ein Totschlagargument. Wieso braucht man diese blöde Endlos-Progression, um die Panzer dann noch besser zu machen, um dann die Leuten zu sagen, ja, ihr müsst noch mehr Crew-XP investieren, müsst noch mehr freie Erfahrung investieren, um natürlich euren Chieftain, euren STB1 etc. noch besser, noch besser, noch besser zu machen, weil hey, ihr kriegt ja 2 Bond-Lüftungen for free. Das ist aus meiner Sicht einfach ein Riesenproblem mit dieser Endlos-Progression, aber eben dafür habe ich eine Lösung, die kommt dann danach, weil jetzt ist the sky the limit. Der Punkt ist, das ganze Crew 2.0 fühlt sich nur so an, als würde man probieren, nochmal alles noch besser, noch stärker, noch schneller zu machen. Also da könnte ich jetzt wirklich ohne Probleme direkt mal auf das Video von Mailand verweisen. Höher, schneller, besser und so weiter und so fort. Dort hat er ja angesprochen, wie sich die alten Fahrzeuge oder alt-releaste Fahrzeuge zu neu-releaseden Fahrzeugen verglichen hat. Und das Problem ist, Crew 2.0 ist wirklich einfach das in 2.0 wortwörtlich. Weil es geht wirklich nur darum, alles nochmal besser, besser, schneller, stärker, OP'er zu machen. Nehmen wir jetzt einfach mal den Chief als Beispiel, weil das ist einfach das perfekte Beispiel für sowas. Auf dem Live-Server, auf meinem CC-Account, für die Leute, die nicht wissen, ein CC-Account ist eigentlich ein Unlock-All-Account und dort haben die Crews alle Skills, alles. Also wirklich, das ist eine voll ausgebildete Crew. Dort habe ich momentan mit dem gleichen Setup, das ich euch nachher gleich zeigen werde, 3355 DPM. Das hört sich jetzt nicht gerade, das hört sich nach viel an, weil es auch ist. Und wir sind ordentlich schnell unterwegs mit dem Ding, ne? Also es ist wirklich eine gute Allrounder-Crew. Und es ist schon stark für eines der stärksten Fahrzeuge. Jetzt auf dem Sandbox-Server
Wie schon angemerkt, dort habe ich nicht eine Unlock-All-Crew, das ist meine normale Crew aus dem Live-Server, die nicht gerade die beste ist. Habe ich wegen der Endlos-Progression schon mal 10% besseres Vehicle-Handling. Und wegen den ganzen verschiedenen Skills komme ich momentan Base auf 3525 DPM. Ich möchte gerne anmerken, dass dieser Base-DPM von 3525 ein bisschen, wie soll man dem sagen, täuschend ist. Und nicht im Sinn vor, dass dieser dann besser wird. Entschuldigung, schlechter wird. Nee. Der wird besser. Denn ich habe ja Skills wie zum Beispiel Coherence. Das heißt, wenn ein Teammitglied um 75 Meter um mich herum ist, kriege ich nochmal 2,5% besseres Vehicle Handling. Klatscht du da noch ein Heavy rein vom Gegner, der in 50 Meter um dich herum ist, hast du nochmal 2,5% besseres Vehicle Handling. Heißt also nochmal 5% mehr. Heißt also nochmal eine normale Lüftung drauf oben geklatscht. Aber hey, ich könnte hier noch andere Skills nehmen. Ich könnte mich zum Beispiel auch auf Adrenalinrausch fokussieren, die mir nochmal 8% schnellere Nachladezeit geben würde. Oder ich nehme den Fighting Spirit Skill oder Perk ist es ja dann dieses ultimative Talent, dass wenn ich dann ein bisschen Schaden gemacht habe, die mehr als meine HP sind, dann kriege ich ja nochmal bis zu einer Bond-Lüftung mehr Vehicle Handling. Also wirklich, das kann einfach, das ist wirklich wie der Latexballon, der einfach größer und größer und größer und größer wird. Swidman hat mir noch ein paar Beispiele geschickt gehabt von seinem Super Conqueror, wo er es geschafft hat, einfach mal so auf die 5,3 Sekunden Nachladezeit hinzukriegen. Für 400 Alpha. Auch einem Heavy. Und er meinte, er könnte das noch ein bisschen mehr drücken, wenn er noch Gegner um sich herum hätte und wenn er noch mehr Damage gemacht hätte. Und das ist kein Einzelfall. Schauen wir uns das nächste Beispiel an und das wäre der STB-1, auch ein Panzer, der momentan von vielen Leuten als ziemlich stark angesehen wird. Auf dem Live-Server mit meinem CC-Account komme ich momentan auf 4059 DPM Stat. Gehe ich jetzt auf den Sandbox-Server mit dem gleichen Equipment mit einer schlechteren Crew, ich möchte wieder anmerken, das ist eine schlechtere Crew, komme ich direkt schon mal auf 4200 DPM und bessere Einzelzeit. Und bessere Genauigkeit. Und besserem Gunhandling. Und wie schon vorhin angemerkt, auch beim STB-1 kann dieser DPM locker flockig auf 4,5 gedrückt werden. Ohne irgendwelche Aktiv-Skills wie, auch ein Gegner ist bei mir näher, ich habe jetzt besseres Vehicle-Handling. Auch ein Teammitglied ist näher, ich habe besseres Gunhandling. Ich habe da Sachen gesehen, da fragst du dich echt, was ist denn da los? Und eben, das kann doch nicht wahr sein. Wieso muss das sein, dass es nochmal schneller, besser, höher, alles wird? Das brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Simplifizierung und nicht eine Verkomplizierung, die Min-Maxing noch stärker macht und halt noch eine größere Kluft zwischen normalen Spielern und Ultralangzeitspielern macht. Wisst ihr, Leute? Das verstehe ich halt wirklich nicht. Wirklich, wirklich nicht. Und jetzt muss ich natürlich noch ganz kurz zu den Instruktoren was sagen. Die sind aus meiner Sicht auch eine komplett schlechte implementierte Idee. Wirklich, die Instruktoren sind aus meiner Sicht komplettes Pay-to-Win. Denn die Instruktoren, die du kriegen kannst, durch Missionen, durch Clan-Wars und so weiter und so fort, das sind die schlechtesten. Die geben dir maximal 8 Skill-Punkte, wenn du 4 von denen benutzt, auf einen Skill oder maximal 4 Punkte auf einen Skill, den du schon voll ausgepumpt hast. Ja, dann hast du die meisten von denen sind gekauft oder durch ganz spezielle Events, wie zum Beispiel Mailand, Ducky, Skill, Awesome Epic Guys, Death Games und so weiter. Oder die Twitch Prime Commander, das ist ja eben Geld involved. Oder ist Geld drin, ne? Und ja, die geben dann ein bisschen mehr Punkte, die sind dann schon ein bisschen stärker. Und natürlich die besten, die einzigartigen, das sind die Rudy Crews, die Sabaton Crew, die Offspring Crew. Und die geben dir 24 Skillpunkte aus dem Nichts. Sorry, das ist halt einfach komplett bescheuert, weil genau das ist dann schlussendlich Pay to Win. Weil, ja, du hast eigentlich Waffenbrüder for free, du kriegst 5% flat immer, du musst gar nicht erst da reinskillen. Du hast 24 zusätzliche Skillpunkte, die du in deiner Schweden-Crew, in deiner Army-Crew, deiner russischen Crew irgendwo hinsetzen kannst. Irgendwo hinsetzen kannst, wo du willst, was du auch immer mit dem machen willst. Und das ist komplett bescheuert. Und hier direkt mal einfach als Anmerkung. Wargaming, Instruktoren sind dafür da, oder sagen wir es mal so, die Null-Skill-Crews, die wir jetzt haben, sind dafür da, um den Grind zu verkürzen, um eine kompetitive Crew zu kriegen. Das ist der einzige Grund, um schneller eine gute Crew zu kriegen.
Darum würde ich einfach sagen, gebt diesen Instruktoren keine Skills, aber erhöht den Multiplikator, den sie geben auf die Crew XP. Weil das ist ja genau, es ist ein bisschen anders, es schiffelt ein bisschen Fokus, aber es ist genau das gleiche Prinzip. Es hilft dir, schneller eine gute Crew zu kriegen. Und mit dem möchte ich gerne zum letzten Punkt meines Videos kommen, die Idee und mein Vorschlag, wie man ein Crew 2.0 realisieren könnte, welches fairer und besser ist für alle. Zu guter Letzt kommen wir noch zu dem Teil, den ich euch am Anfang des Videos versprochen habe. Und zwar, wie ich persönlich ein Crew 2.0 machen würde. Theoretisch natürlich wäre es eher ein Crew 1.5 und nicht ein Crew 2.0. Aber als allererstes würde ich sagen, die Ideen, die ich als positiv genannt habe, im jetzigen System für Crew 2.0, das kann man definitiv übernehmen. Das soll man auch übernehmen. Der Fakt, dass es keine 50% Crews mehr gibt, übernehmen. Sechsen sind für jedermann. Übernehmen. Dass man eine Crew auf mehrere Fahrzeuge trainieren kann, übernehmen. Dass die ganze Mannschaft nur von einer Person eigentlich dargestellt wird, übernehmen. Ist eine gute Sache. So, aber um ein richtiges Crew-System überarbeiten zu können, möchte ich gerne, dass wir alle zuerst verstehen, wie das jetzige Crew-System aufgebaut ist. Wir haben an und für sich universelle Skills, das wären euer Waffenbrüder oder Bia, Reparatur, Firefighting und Camo. Und dann habt ihr spezifische Skills und Perks, die es für den Kommandanten, dann für den Gunner, für den Loader, für den Fahrer und für den Radio Operator halt gibt. Und eben zum Beispiel beim Kommandanten ist es dann Mentor, Recon, Check of All Trades, der sechste Sinn, Eagle Eye und Arty sechste Sinn. Beim Richtschütze ist es Armorer, Snapshot, Deadeye und Designated Target. Beim Ladeschützen wäre es dann Safe Storage, Adrenalinrausch und Intuition. Beim Fahrer Clutch Braking, Smooth Ride, Offroad, Impact und Maintenance. Und zu guter Letzt beim Radio Operator haben wir Signal Boosting, Situational Awareness, Relay Station und Call for Vengeance. Und hier könnt ihr eben sehen, das fluktuiert extrem zwischen bis zu 10 Skills für den Kommandanten und nur 7 Skills für den Ladeschützen mit dem Gunner, der 8 insgesamt hat, beim Fahrer, der 9 habt und beim Radio Operator, der auch nochmal 8 hat. In meiner Idee geht es halt wirklich darum, ne, ist es natürlich auch zu sagen, ey, 6. Sinn und Arti 6. Sinn, die sind für alle frei erhältlich. Zweitens möchte ich schauen, dass jede Kategorie, also Kommandant, Gunner, Loader, Driver und Radio Operator, nur noch maximal 7 Skills hat. Denn meine Idee fungiert darauf, dass ihr auch wieder dieses Checkerboard habt und maximal 5 Skills haben könnt. Ja, 5 Skills, 5 für den Kommandanten, 5 für den Gunner, Loader, Driver, Radio Operator. Und hier ist wichtig, es wird noch differenziert zwischen den universellen Skills und den spezifischen Perks. Es gibt eben universelle Skills, Bia, Reparatur, Firefighter und Camo. Von denen dürft ihr maximal 3 aussuchen. Und von den spezifischen Perks nur noch maximal 2 von 3. Und das würde dann erlauben, einen Endpunkt zu haben beim Crew-Trainieren. Und dieser Endpunkt, wenn man den mal erreicht hat, könnte man eine neue Ressource einführen, die es euch erlaubt, alle XP, die ihr darüber sammelt, in ein Konto reinzusetzen namens Kommandanten-XP. Für die Leute, die World of Warships spielen, die werden jetzt denken, ah, der Raging kennt das Spiel. Und ja, ihr seid korrekt, weil von dort habe ich auch diese Idee, weil ich finde diese Idee super. Mit Kommandanten-XP könnt ihr zum Beispiel dann sagen, oi, yo, ich werde jetzt eine neue Crew hochtrainieren. Oder ich werde, anstatt halt 150% vom jetzigen Skill zu verlieren oder vom jetzigen Anzahl meiner XP zu verlieren beim Umtrainieren mit 500.000 Credits, könnt ihr noch Kommandanten-XP reinsetzen und dann verliert ihr nichts. Kommandanten-XP ist wirklich dafür da, dass ihr belohnt werdet, eine Crew komplett zu skillen bis zu diesen 5 Skills und dann zu guter Letzt halt diese zusätzliche XP zu benutzen, um andere Crews hochzuboosten oder die jetzige Crew auf andere Fahrzeuge zu trainieren, etc. etc. Weil für mich ist es wirklich interessant, dann zu sagen, ey, wir machen jetzt mal ein paar Beispiele. Wie wär's denn, ey, wir haben jetzt eine 4,5 Perk Crew jetzt mit diesem meinem neuen System, ne? Und das wäre jetzt zum Beispiel jetzt einen für den Chieftain. Und ihr könnt sehen, wir haben das Skill Level 4 und der Progress zum nächsten Level ist 61. Und wie ihr wisst, ich kann insgesamt 3 von 4 universellen Skills aussuchen, egal in welcher Reihenfolge. Also das kann ich wirklich selber aussuchen.
und dann noch zwei von den spezifischen Perks. Natürlich nehme ich überall Waffenbrüder mit, das ist ein universeller Skill. Reparatur nehme ich auch überall mit, ist auch ein universeller Skill. Und ich nehme als letztens noch Firefighter, weil ich finde, Camo bringt mir nicht so viel als Heavy. Und darum nehme ich halt Firefighter als letzten Skill, weil das halt ich eher selten brenne mit dem Fahrzeug. Ist es auch bei mir der letzte Punkt, der dann ausgeskillt wird. Aber ich habe jetzt aber dafür auch die Option zu sagen, ey, ich nehme jetzt noch den Sichtweite-Skill beim Kommandanten, um diesen Designated Target-Skill, der es mir erlaubt, den Gegner noch länger zu spotten. Ich könnte aber natürlich auch noch Mentor nehmen, den anderen Skill zu nehmen da, den Jack of All Trades, der es mir erlaubt, wenn halt ein Crewmitglied weggenüppelt, dass ich nicht ein großes Minus habe. Das Ding ist aber, sehe ich nicht so der Sinn ein, weil eben bei, ich spiele ja mit Reparatur, Medkit und so, da kann man sich ja überlegen, hey, den eventuell noch überarbeiten. Gut, beim Richtschützen, hey, auch wieder Waffenbrüder ist ja logisch, wir haben Snapshot, das ist auch super wichtig und dann haben wir noch Reparatur und dort habe ich mir überlegt, eine Kombination zu machen, wie es momentan in Crew 2.0 ist, dass wenn ihr halt diesen Scharfschützen-Skill habt, auch noch seht, was beim Gegner für Fahrzeugmodule beschädigt sind. Macht ja auch Sinn, dass das zusammen sind. Ansonsten können wir sich noch überlegen, den Armorer zu nehmen, der es euch erlaubt, wenn ihr eine kaputte Kanone habt, dass sie genauer ist. Beim Ladeschützen habe ich mich für Adrenalinrausch und für Intuition entschieden. Die dritte Option wäre dann schlussendlich noch die, wie heißt es schön, den Safe Storage, dass ihr ein stärkeres Munitionslager habt, aber ich hatte jetzt selten Probleme mit dem Munilager jetzt in einem Chieftain. Beim Fahrer auch Smooth Ride, auch ganz wichtig. Und dann habe ich mir überlegt, die Kombination zwischen Clutch Braking, also dem schnelleren Wanddrehen und Geländespezialisten zu machen. Und die andere Kombination wäre dann schlussendlich noch, dass ihr besser rammen könnt und dass der Motor weniger brennt. Wäre jetzt einfach so meine Idee gewesen. Und zu guter Letzt, beim Radio Operator gibt es halt viele nutzlose Skills, vor allem im High-Tier-Bereich. Da müssen wir natürlich noch gucken, wie es im Low-Tier-Bereich wäre. Aber natürlich Sichtweite-Skill mit dabei und diesen Terrain-Knowledge, der es mir erlaubt, halt 2 Sekunden früher unspottet zu werden. Oder 1 Sekunde, das kann man noch anpassen, wie man das will. Die andere Version wäre halt mehr Radio-Range oder mehr Signalreichweite und den Gegner für 1 Sekunde länger spotten zu lassen. Und eben, wenn ihr jetzt auch den letzten Skillpunkt voll geskillt hättet, dann habt ihr Level 5 erreicht oder Skill Level 5 erreicht und alle zusätzliche XP, die ihr darüber sammelt, bumm, die geht dann in dieses Kommandanten-XP rein. Was machen wir mit den Instruktoren? Haben wir schon vorhin besprochen. Die geben keine Skills, kein gar nichts, geben einfach einen Multiplikator, wie schnell ihr Crew-XP sammeln könnt. Und somit haben sie einen gleichen Effekt, wie wir es jetzt schon auf dem Live-Server haben. Wir haben noch ein anderes Beispiel, man könnte sich ja sagen, yo, was ist jetzt, wenn ich jetzt ein Scout-Fahrer bin und halt nicht eine gute Crew habe, dann kann es sein, dass wir erst beim Skill Level 2 sind und den Progress bei 61% haben. Ja, dann kann es sein, dass wir auch zuerst Waffenbrüder nehmen, die Sichtweite-Skills, wir haben ja sechsten Sinn, immer. Und dann nehme ich halt im dritten Slot mal die Camouflage, weil der Rest bringt mir eigentlich nicht so viel. Und so ein System würde halt einfach dazu führen, dass wir das gelernt oder das, was wir schon kennen, behalten können. Und trotzdem können wir ein bisschen differenzieren zwischen Sachen, die wir als ein bisschen wichtiger empfinden als andere Sachen. Und klar, für Heavy, die Heavy-Skill-Bäume werden dann anders, oder das Heavy-Skill-Pattern, die Skill-Matrix wird anders aussehen als die von einem leichten Panzer oder eventuell auch einem Medium. Wo du dir sagst, hey, mein Leopard 1 oder mein 140er, der... Ich gehe jetzt nicht auf Brand oder so, Brandbekämpfung, sondern ich nehme Waffenprüfer, Camo und Reparatur. Ist für mich jetzt ein bisschen wichtiger. Vor allem, je nachdem, spiele ich mit Konfiguration. Das seht ihr jetzt momentan sehr oft, dass das 140 mit Konfiguration gespielt wird. Für die Leute, die jetzt sagen, ja, aber Raging, was machst du mit den Leuten, die jetzt eine 8-Skill-Crew haben? Hier müssen wir sich natürlich überlegen. Wenn wir jetzt direkt das kopieren würden, eine 5-Skill-Crew aus dem jetzigen System zu einer 5-Skill-Crew im neuen System, wären das etwa um die 3,3 Millionen XP, soweit ich das im Kopf habe. Können wir jetzt argumentieren, dass es ein bisschen wenig ist, vor allem wenn man dann sagt, ja, eine 0-Skill-BR-Crew zählt dann auch so, dann hätte man ziemlich schnell ziemlich viele von diesen 5-Skill-Crews. Dann könnte man jetzt sagen, ey, passen wir jetzt ein bisschen an, dass du zum Beispiel für eine 5-Skill-Crew jetzt zum Beispiel 6 Millionen brauchst. Und die Leute, die eine 8-Perk-Crew haben, das sind, glaube ich, 26 Millionen XP, Crew XP.
Also würde das heißen, dass sie dann 20 Millionen übrig hätten. Wenn wir jetzt sagen, ja, eben 6 Millionen ist es, dann hast du theoretisch nochmal 3 weitere Crews, die du von komplett null hochziehen könntest. Und sind wir ehrlich, die Leute, die eine 8-Skill-Crew haben, die haben höchstwahrscheinlich auch in anderen Crews viel, viel schlechtere Crews. Darum können sie dann diese Kommandanten-XP, die sie von ihrer 8-Skill-Crew haben, benutzen, um halt anderswo reinklatschen. Ist das die beste Option? Ich weiß es nicht. Ich persönlich muss auch jetzt ehrlich sein, ich bin überzeugt von meiner Idee, dass das besser wäre als das, was momentan World of Tanks und Wargaming zu bieten hat. Aber es hat natürlich auch seine Fehler und ich bin mir ganz sicher, da wird es ganz viele gescheite Leute geben, die das in die Kommentarsektion reinschreiben, was die Fehler sind, wo die Fehler sind. Aber ja, lasst es mich wissen. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut erklären, denn es ist Zeit, dieses Video zu beenden. Ich weiß, es ist ein langes Video und ich weiß, das englische Video war ein bisschen früher da. Das war halt eben daran gelegen, dass mein englischer Editor das Video editiert hat und ich noch ein paar Änderungen gemacht habe. Und jetzt habe ich einfach die Grundlogik des Idees für das deutsche Video benutzt habe. Darum, ja, hat es halt jetzt ein bisschen länger gedauert. Das Ding ist halt aber, Crew 2.0 suckt hart, wie es jetzt momentan ist. Es ist einfach eine schlechte Iteration und es ist gut zu sehen, dass fast oder die meisten Leute da zustimmen, dass es einfach eine sehr, sehr schlechte Idee und nicht gut umgesetzt ist. Und darum können wir nur hoffen, dass Wargaming wieder mal merkt, oh scheiße, wir müssen zum Reißbrett zurück. Und vergiss nicht, Wargaming, ihr könnt mich anrufen. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder was von mir hören wollt. Diese Idee würde ich euch gerne weitergeben. Ich möchte, dass das Spiel besser wird. Und ich möchte, dass das Spiel auch fairer wird für die meisten Leute. Und ich finde halt einfach ein finites Crew-System, wie es in World of Warships halt auch ist, wo du bis zu 21 Crew-Punkte oder so skillen kannst und dann geht es nicht mehr weiter, finde ich halt viel, viel fairer als jetzt das, was Crew 2.0 zu bieten hat oder eigentlich auch das, was wir momentan schon haben. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst mich wissen in den Kommentaren, was ihr von meiner Idee haltet und auch von dem ganzen Besatzungs 2.0 Chaos. Mein Name ist Raging Raptor. Kann ich mal reden, ey. Ich bin langsam durch. Mein Name ist Raging Raptor. Vergiss nicht, ein Abo dazulassen, wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr es geschafft habt, mich auszuhalten. Ein Like nicht vergessen und man sieht sich im nächsten Video. Cheers, Leute.